Wenn Rick Reinking mit seiner Frau Julia über das 11 Hektar große Gelände am Sachsenwald geht, dann ist er immer hin und her gerissen zwischen Freude und Stolz über das Erreichte und ein bisschen Sorge darüber, was alles noch auf ihn zukommen mag. Ich habe mir so 10 Jahre gesetzt und habe mir gesagt, so in 10 Jahren möchte ich es da haben, wo ich es mir vorstelle. Darüber hinaus denke ich noch gar nicht. Rick und Julia Reinking haben Bäume, Wiese und Gebäude vor 2 Jahren dem Land Schleswig-Holstein für 2,35 Millionen Euro abgekauft. Der Kunstsammler und Händler will hier ein Begegnungszentrum für Künstler aus der Region, aus dem Land und vielleicht aus aller Welt schaffen. In den Räumen der ehemaligen Sprachheilschule werden in Zukunft Künstler malen, bildhauen, Videos aufnehmen, Installationen kreieren und Keramik herstellen. Es sollen Seminare stattfinden und Führungen gemacht werden. Außerdem gibt es wechselnde Ausstellungen aus Rick Reinkings Sammlung. Das um die Jahrhundertwende angelegte Gelände umfasst neben funktionalen Schulbauten auch denkmalgeschützte Häuser, die damals für einen belgischen Kaufmann gebaut worden waren. Der Baumbestand ist sorgfältig ausgewählt. Goldulmen, Silberlinden, Maronen, Blutbuchen und Trauerbuchen bilden ein sogenanntes Arboretum. Daneben eine kleine Streuobstwiese als fröhlicher Kontrast. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Schritt dahin, dass man einen Ort schafft, und diese Orte werden heutzutage immer weniger. Überall lesen wir davon, dass kulturelle Stätten geschlossen werden und Etats runtergekürzt werden. Und ich glaube, man muss das schon gegenhalten und solche Orte dann eben aus einem bürgerlichen Engagement heraus entwickeln und diese Ruhepole wiederfinden, nicht nur für die Künstler, nicht nur für die Kreativen, sondern tatsächlich auch für jeden Menschen, der das Bedürfnis hat, ein bisschen was über sich, über sein Menschsein und seine Kultur zu erfahren. Die Renovierung der Ausstellungsräume ist bereits abgeschlossen. Die Turnhalle ist zu einem coolen Ausstellungs- und Eventraum geworden, der geräumig genug ist, auch die großflächigen Gemälde wie die von Wolfgang Petrick aufzunehmen. Für den 43-Jährigen, früher lange als jüngster Kunstsammler Deutschlands bezeichnet, wird mit dem Woods Art Institut ein lang gehegter Wunsch wahr. Reinking gilt als jemand, der ein glückliches Händchen für Kunstideen aller Art hat. Sein Arbeitszimmer in Hamburg-Eppendorf ist voller Artefakte aus Ozeanien, Skulpturen und Bildern zeitgenössischer Künstler. Beim Durchgehen kann man schon mal mit dem Fuß gegen einen Banksy oder einen echten Keith Haring stoßen. Besitz ist für den gebürtigen Hamburger ein abstrakter Begriff, er bedeutet ihm nichts. Solange die Dinge Teil seiner Sammlung sind, haben sie sowieso nur einen ideellen Wert. Er kauft nicht als Spekulant, sondern mit dem Herzen, sagt er. Emotionen. Mich interessieren Themen wie An- und Abwesenheit von Körpern, An- und Abwesenheit von Energien, Schmerz. Das sind Themen, die mich in der Kunst interessieren. Einen hohen Stellenwert hat für ihn die Endlichkeit des Lebens und wie sie sich in der Kunst wiederfindet. Vielleicht gibt es deshalb so viele Totenschädel in seiner Sammlung. Ich bin dadurch kein morbider Mensch. Ich bin niemand, der irgendwie alles düster und dunkel sieht. Im Gegenteil, ich glaube, ich lebe dadurch sehr intensiv im Jetzt und in der Gegenwart, in der Wirklichkeit, weil ich ein gesundes Verhältnis zum Tod habe. In diesem Tattoo, einem 30 x 70 cm großen Bild auf dem Rücken des 42-jährigen Schweizers Tim Steiner, findet sich ebenfalls der Schädel als Todessymbol und es ist ein Teil der Sammlung von Rick Reinking. Das Besondere, noch nie dagewesene, übt einen unwiderstehlichen Reiz auf den Hamburger aus. Vielleicht konnte er deshalb der Idee, ein lebendiges Kunstwerk zu besitzen, nicht entkommen. Es war mir wichtig, dass Tim kein Schwein ist. So. Muss man jetzt weiter erklären. Also der Künstler Wim hat eben auch Schweine tätowiert. Das ist etwas, was ich so nie haben wollen würde. Aus dem einfachen Grund, dass das Tier nicht gefragt wurde. Für mich ist ein nicht unwichtiger Aspekt, dass hier ein lebender Mensch beim vollen Verstand und vollem Bewusstsein sich dafür entschieden hat, so ein Werk zu tragen. Und dann ist es für mich auch völlig legitim. Der Sammler und der Träger des Kunstwerks haben einen Vertrag geschlossen, in dem festgelegt ist, dass Steiner seinen Rücken 3-mal pro Jahr ausstellen muss. Wenn er stirbt, wird seine Haut präpariert und gerahmt und geht dann in den Besitz von Rick Reinking. Ich möchte das durchziehen, bis ich alt bin. Ich möchte im Rollstuhl da reingerollt werden und auf den Sockel gehievt und dann da sitzen mit meinem abgefuckten Tattoo. Das wäre schön. Und
Aber es besteht die Möglichkeit, dass es morgen vorbei ist, weil ich von der U-Bahn überfahren. Also wer weiß es. Rick Reinking will mit seiner Sammlung Beziehungen herstellen. Wir sehen, wie Kunst auf Menschen wirkt. Hier an seinem, wie er sagt, magischen Ort will er Kindern und Erwachsenen, die sich in einem Museum unwohl und fremd fühlen, den Kontakt zu Kunst und Künstlern ermöglichen. Ich gehe in eine Ausstellung, ich schaue mir Werke an, die ja von einem Menschen produziert wurden, der ja auch ein Mitteilungsbedürfnis hat. Und wenn ich da sensibel bin und offen bin, dann erfahre ich halt sehr viel. Und das, glaube ich, müssen wir wieder so ein bisschen, das haben wir vielleicht ein wenig verlernt, vielleicht müssen wir wieder dahin kommen. Es ist typisch für Reinking, eigene Wege zu gehen. Es wird sich zeigen, ob der Weg, den er jetzt in Wentorf geht, nicht manchmal steinig sein wird. Aber vielleicht braucht so etwas Wichtiges und gleichzeitig Nebensächliches wie Kunst die Initiative eines Einzelnen, um ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.